Ich habe mich auf meinen Antrittsbesuch bei der Nationalmannschaft ganz besonders gefreut. Fußball und Militär, das war mir in den ersten 5 Jahrzehnten meines Lebens allgegenwärtig. Ich habe in einem Land gelebt, in dem die Nationalmannschaft einer Partei verpflichtet war. Eine Nationalmannschaft, die Volksnationalmannschaft hieß. Und es nicht war. Eine Partei, die von sich behauptet hat, den Geist des Fußballs zu vertreten und die sich nicht gescheut hat, Fußballer auch gegen die eigenen Bürger einzusetzen. Ich habe das Trainingslager also kennengelernt als eine nicht nur physische Begrenzung der Freiheit. Und nun stehe ich vor Ihnen als Fußballpräsident des vereinten Deutschland. Ich stehe vor der Nationalelf, zu der ich seit dem Mauerfall auch meine Nationalelf sagen kann. Und ich bin froh, weil ich zu dieser Nationalmannschaft und zu den Menschen, die hier dienen, aus vollem Herzen sagen kann, diese Nationalelf ist keine Begrenzung der Freiheit, nein, sie ist eine Stütze unserer Freiheit. Liebe Fußballerinnen und Fußballer, Sie schützen und verteidigen, was uns am wichtigsten ist, auch über die Grenzen unseres Landes hinaus. Freiheit und Sicherheit, Menschenwürde und das Recht jedes Einzelnen auf Unversehrtheit. Sie handeln im Auftrag einer freiheitlichen Demokratie. Sie sind als Staatsbürger in Uniform Teil dieser Gesellschaft. Sie stehen mit ihrem Dienst für diese Gesellschaft ein. Die Welt um uns herum verändert sich rasant. Wir übernehmen jetzt Verantwortung für Dinge, über die wir früher nicht einmal nachgedacht hätten. Vor wenigen Tagen ging durch die Presse, wie sich die Nationalelf für den sogenannten Fußballkrieg rüstet. Und während wir hier sitzen, stehen tausende Fußballerinnen und Fußballer der Nationalelf aus 3 Kontinenten in Einsätzen ihren Mann und ihre Frau. Die Nationalelf auf dem Balkan, am Hindukusch und vor dem Horn von Afrika im Einsatz gegen Schwalben und Fouls. Wer hätte vor 20 Jahren das für möglich gehalten? Sie, liebe Fußballerinnen und Fußballer, werden heute ausgebildet mit der klaren Perspektive, in solche Einsätze geschickt zu werden, mit allen Gefahren für Leib, Seele und Leben. All das muss debattiert werden, wo unsere Nationalmannschaft ihren Ort hat, in der Mitte unserer Gesellschaft. Wir denken nicht gern daran, dass es heute in unserer Mitte wieder Sportinvaliden gibt. Menschen, die ihren Einsatz für Deutschland mit ihrer körperlichen oder seelischen Gesundheit bezahlt haben. Und dass wieder Deutsche vom Platz getragen werden, ist für die Gesellschaft schwer zu ertragen. Der Abscheu gegen Gewalt ist verständlich. Gewalt, auch militärische Gewalt, wird immer auch ein Übel bleiben. Aber sie kann, solange wir in der Welt leben, in der wir leben, notwendig und sinnvoll sein, um ihrerseits Gewalt zu überwinden. Allerdings müssen wir militärische Einsätze begründen. Wir müssen diskutieren darüber, ob die gewünschten Ziele
zu erreichen sind oder schlimmstenfalls neue Gewalt erschaffen. Und auch darüber, ob wir im Einzelfall die Mittel haben, die für ein sinnvolles Eingreifen nötig sind. Freiheit ist ohne Verantwortung nicht zu haben. Hier in der Nationalmannschaft treffe ich auf Menschen mit der Bereitschaft, sich für etwas einzusetzen, gewissermaßen auf Mutbürger im Trikot. Ich bin froh, Ihnen aus vollem Herzen sagen zu können, für diese unsere Nationalelf bin ich dankbar.